Kevin! Hey! Boah, geh weg! In letzter Zeit habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Ich meine darüber, was ich machen möchte. Und auch darüber, was ich überhaupt erreichen kann. Ich wäre natürlich gerne ein bildschönes meine Queen wie Camilla. Andererseits würde ich mein Leben auch gerne der Erforschung der Pokémon widmen. Wie Professorin Esche es tut, zum Beispiel. Aber dafür reicht mein Wissen über die Pokémon noch nicht aus. Also muss ich noch viel mehr Kämpfe bestreiten. Ach, sag doch gleich. Komm, Kevin, lass uns kämpfen. Und, dann kämpfen wir einfach. Ne, da sparen wir uns sehr viel, Stunden Zeit. Verdammt, ich habe vergessen, Anwendungen zu schießen. Nun gut, bis gleich. So, bin ich wieder. Ja. Stampfer, komm. Ist ja noch ein Bissbark. Level, 38. Ups, wie jetzt? Ich hab's untertrieben mit der Attacke. Ich hätte eine stärkere nehmen sollen. Verdammt! Ah, für diese Attacke hast du dich also entschieden. Nein, habe ich nicht. Na komm, hier muss ich wechseln. Komm, Chuck Norris. Chuck Norris. Na komm, zahl jemand anderen etwas heim. Aber nicht Chuck Norris, das wäre ein großer Fehler. So, hier, bitteschön. Bam! Nerviger Hund, du! Geh zurück in den ins Tierheim! Somnivora, komm! Das nehmen wir dann mal bloß. Adventi mit einer Spuckballattacke, genau. Wahrscheinlich fällt euch jetzt auf, dass ich eine andere Stimme habe als in den letzten Tagen, weil ich eine Woche krank war. Und vielleicht immer noch ein bisschen kauen können, aber ist mir egal. Eine Woche Pause reicht schon. Da muss ich jetzt nicht. Das ist unnötig in die Länge ziehen. So, Spukball. Und ich muss auch mal manchmal in dem Part wahrscheinlich schniefen. Also sorry dafür, falls ich das manchmal machen muss. So wie jetzt zum Beispiel. Okay, tschüss. Und was kommt als nächstes? Atmurai. Komm, Starter gegen Starter. Bis auf dass unser Starter Mensch überlevelt ist als ihres. Ihres hat wahrscheinlich nur Level 40, oder? Ja, dachte ich mir. Gigasauger, komm, meine andere Attacke. Glaubding ist zwar physisch und Slappy Queen ist auf physischen Schaden spezialisiert, aber egal. Ja, Schlitzer, komm, schlitz jemand anderen auf. Ein Emo zum Beispiel, die freuen sich doch darüber, oder? Und tschüss! Starter. Der Wasserstarter. Und tschüss! Grill Cheater. Die cheatet schon wieder. Nun gut, wenn sie cheatet, das benehmen wir. Warte, Seilchen ist down, schade. Grill Cheater ist das Feuer. Fuck, wir bräuchten jetzt Seilchen, das wäre jetzt ideal dafür. Aber Seilchen ist ja tot, deswegen muss ich Chuck Norris wieder nehmen. Deiner Durchbruchattacke. So, der Durchbruch, komm, ist noch Step drauf, ich hätte auch Stärke nehmen können, aber aus dem Grund, weil Step drauf ist, greife ich mit Durchbruch an. Komm, Silberblick, nerv mich nicht. Jedes Mal, wenn ich dem Pokémon zusehe, endet das so. Tja, dein Pech, Stärke. So, weg mit dir. Ja, okay, noch nicht ganz, aber jetzt. Und tschüss. Scheiß Cheater. Also, ich finde, alle unsere Pokémon haben sich wirklich viel Mühe gegeben. Nein, deine nicht. Boah, Kevin, ich komme hier aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Dafür hast du dir ein kleines Geschenk richtig verdient. Top-Genesung, Geizhals. Ich hätte gedacht, das kriegen wir so eine Themen oder so, egal. Als wir diese Schufte von Team Plasma in Stardust City mein Pokémon und mein Herz alle dieses Pokémon entrissen, da habe ich es am eigenen Leib gespürt. Wenn dieses formale Seite Team Plasma nach eigenen Gutdünken den Leuten ihre Pokémon klaut
bricht es so zahllosen Menschen das Herz. Kevin, ich bitte dich, gebiete den Schurken von Team Plasma und ihre Machenschaft Einheit. Niemand hat das Recht, Pokémon von den Menschen zu trennen, die sie lieben. Das ist doch auch dein Wunsch, nach dem du strebst, nicht wahr, Kevin? Bla 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 bla. Komm. Komm, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit mehr. Tschüss. Okay, wir müssen weiter. Wir haben schon 5 Minuten an dieser Welle verschwendet. Und Schutz wirkt nicht mehr. Dankeschön. Was bist du für einer? Na du, Bella, was ist das denn? Die Schwingungen der Zylinderbrücke gehen ja durchs Mark und Bein. Und beschämen mir auch noch eine echte Fußreflexzonenmassage und das gratis. Okay. Hier ist ein etwas anderes. Ein etwas anderer Durchgang als normal, weil da keine Schilder drin sind. Für Eisenbahnliebhaber und passionierte Fotografen wie mich sind Ferula und die Zylinderbrücke natürlich ideale Orte. Praktisch, jeder Winkel eignet sich dort für einen gelungenen Schnappschuss. Da hinten türmt sich die Zylinderbrücke auf wie ein stehendes Ungetüm. Der bloße Anblick ist. Ja, jagt mir einen kalten, aber wohligen Schauer über den Rücken. Die haben aber Schiss vor der Zylinderbrücke. Schauen wir uns die mal an. Zylinderbrücke! Boah, das nennt man HD-Grafik. Vom Feinsten. So, dass es auch ein bisschen leckt, aber egal. So. Hey du, ich habe einen gut gemalten Rat für dich. Du solltest diese Gegend am Wochenende zu späten Stunden möglichst meiden. Denn dann lungern hier die Tunichtgute aus der Nachbarschaft herum, um rechtschaffende Leute um ihre wohlverdiente Nachtruhe zu bringen, um sämtliche Anwohner mit ihren Dummheiten und Angst und Schrecken zu versetzen. Ja, das ist Freitag. Ich habe das Datum jetzt auf Freitag gesetzt. Da sollen nämlich solche Typen auftauchen, die irgendwie kämpfen wollen oder so. Keine Ahnung. Aber jetzt hat sie gerade gesagt, dass es zur späten Stunde ist. Ich meine, mir ist gerade 16.40 Uhr. Oh mein Gott, sei süßes da vorne. Aber lass mich sie zuerst ansprechen. Hallo, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Habe ich dich verärgert, dass du jetzt gehst? Warte, Polizei. Halt, lauf doch nicht. So stehen bleiben, du bist verhaftet. Als ich mich eben total abgehetzt habe, um die Eisenbahn in einem spontanen Wettlauf zu überholen, bin ich ziemlich ins Schwitzen gekommen. Jetzt brauche ich eine Verschnaufpause. Hier, das Lieblings für dich. Nitro-Ladung. Naja, bin ich nicht so begeistert von. Wir haben bessere Feuerattacken. Nitro-Ladung ist ein Renner. Ist die Attacke vom Erfolg gekrönt, steigert die Initiative des Anwenders und im Nu haben alle anderen das Nachsehen. Ach komm, so heftig ist Nitro-Ladung nicht. So, lauf mal in Zeit, du willst du Süßes. Ich komme zu dir, Cheese. Ich laufe in Zeitlupe. Scheiß USA, scheiß Apple. Komm! Wie du befohlen hast, Meister! Ich bin zutiefst beeindruckt. Du hast also den Lichtstein an dich bringen können. Meine aufrichtige Anerkennung ist dir somit sicher. Stell dir nur vor, unser Meister N. Ach ja. Ein gar wahnwitziger Gedanke nagt an ihm und lässt ihm keine Ruhe mehr finden. Er ist der festen Überzeugung, die beiden Trainer, welche die legendären Pokémon ihres eigenen, sollen sich in einer entscheidenden letzten Schlacht gegenüberstehen und den rechtmäßigen Helden zu überermitteln. Welch alte Narretei. Dabei wurde ich doch die Berufung des neuen Helden zu werden, erst der neue Held zu werden, in die Wiege gelegt und überdies von Kindesbeinen an eine Erziehung und Ausbildung zuteil, die einzig dem Ziel dient, ihn auf dem vorbestimmten Wege zu unterstützen. Selbst das legendäre Drachen-Pokémon erkennt ihn bereits als neuen Helden an. Seine Gedankengänge sind manchmal eben unerklärlich und unvorhersehbar.
und den es verhebe vorher haben, die Pokémon zu befreien. Wir werden die dummen und leichtgläubigen Menschen ihre Pokémon ein für alle Mal entreißen. So wird sich keiner dieser einfältigen Trainer uns je wieder in den Weg stellen und unsere Pläne durchkreuzen können. Die Pokémon werden uns allen gehorchen. Hörst du? Uns allen! Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wenn mein meisterhaftes Vorhaben erst Früchte trägt, dann werden diese törichten Trainer lampfroh nach unserer Pfeife tanzen und all ihre Pokémon in die Freiheit entlassen. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann 100 und schließlich 1000. Wird der Champ doch die Arenaleiter werden diesen gewaltigen Eierlass Einhalt gebieten können. Und so wird schließlich der bloße Besitz von Pokémon als himmelschreiendes, unrecht gebrandmarkt und geächtetes werden. Selbst Menschen wie die arme Mel werden letztendlich überzeugt sein, die Gerechtigkeit einen Dienst zu erweisen uns, wenn sie ihren Pokémon die Freiheit schenken. Die Welt wird ihr Antlitz unwiederbringlich ändern. Und das, was wir kannten, wird nie wieder sein. Nie wieder! Auch wenn du im Besitz dieses Steins bist, so bedeutet dies noch lange nicht, dass das legendäre Pokémon dich anerkennen wird. Und erst recht nicht, dass du das Zeug zum Helden hast. Solltest du es jedoch nicht anders übers Herz bringen, dich von deinem geliebten Pokémon-Team zu trennen, so wünsche ich dir viel Mut und Glück. Du wirst beides brauchen. Boah, jetzt habe ich eine andere Stimme gehabt, weil ich kann die Yanka Kakimoto-Stimme nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr. Ja, oder kann ich vielleicht doch? Ich habe keine Ahnung. Und warum läufst du gerade so hin und her? Ach du liebes Bisschen, wie soll ich das nur meinen Gatten erklären? Aber bei den sympathischen Schuhen im Kaufhaus 9 kann unser Eins halt einfach nicht widerstehen. Ob meine bessere Hälfte mir das abkauft? So kurz Route 9 auch sein mag, an guten Trainern herrschen gewiss kein Mangel. Jeder Meter zieht kampfbereite Trainer in Scharen an. Danke für die Info. Schauen wir uns Route 9 mal an. Hey Pitcher, auf deine Position, gleich kommt Ball Nummer 1. Boah, Schleuder. Er hat mir eine Idee auf den Kopf geknallt. Was bist du denn für einer? Was habe ich dir gerade an den Kopf geschnallt habe? Was ich dir gerade an den Kopf geschnallt habe, ist übrigens die TM56 Schleuder. Sie ermöglicht dem Ziel Schaden zuzufügen, indem Items nach ihm geworfen werden. Die Höhe des Schadens hängt dabei von dem geworfenen Item ab. Ja, die kann man mit ein paar Items kombinieren. Und was seid ihr für Burschen? Du bist also hier durch. Dann begrüße mich freundlich. Hallo. Okay, das lass mich durch. Rowdy Arthur Adjob. Mit zwei Pokémon. Hier ist der Rock, hey man. Na gut, ihr wisst, was zu tun ist. Erstmal wechseln zu, ich nehme mal Zappiqueen. Zappiqueen ist kurz vom Level ab. Und brauchen ein paar KP und Gigasauge wäre ideal. Oh, nein, nicht Schaufler. Einrollen. Wir können ja eh nicht angreifen, deswegen verändere ich jetzt meine Statusveränderungen. Oder meine Werte. Schaufel ist nicht so effektiv, weil Erdbeben gegen Pflanzen, glaube ich. Ja, okay, sag mal. Weil die der Boden, der tut ja die Pflanzen zum Wachsen bringen. Und ist daher wirkungslos. Und tschüss. Und jetzt kriegen wir jede Menge KP wieder. Und Zappiqueen kriegt Level 46. Unser höchstes... Also unser Pokémon mit dem höchsten Level momentan. Surokex. Oh Gott. Hier muss ich Chuck Norris nehmen. Das ist ein glattes Unlicht-Kampf-Pokémon. Normalerweise nehme ich gegen Kampf immer Psycho-Pokémon, aber...
Es ist ja noch Unlicht und Unlicht negieren ja die Angriffe von Psycho-Pokémon. Deswegen jetzt Durchbruch. Kampf gegen Unlicht ist sehr effektiv, deswegen tschüss! Was bist du denn für einer? Was hast du für ein Durchsetzungsvermögen? Wer bist du, du scheiß Rowdy? Hätte man einen Doppelkampf machen können. So, ich lese mal das Schild von hinten. Nein! Wenn ich gewinne, musst du ein Pokémon an mich abtreten. Nun gut, und wenn ich gewinne, musst du ein Pokémon an mir abtreten. Wie wäre das? Harry Potter! So, Harry Potter benutzt den Rock-Hey-Man schon wieder. Ja, kommt Chuck Norris. Normalerweise nehme ich gegen Boden immer Pflanzen-Pokémon, aber Chuck Norris hat niedrigeres Level als Epic Fiend, deswegen ja. Hör auf anzugeben! Hey, ich bin verwirrt! Was soll das? Ja gut, Durchbruch. Aua! Die Selbstverletzung ist größer, weil der Angriffswert erhöht wurde. Das ist das Fiese an Angeberei. Oder an dem Angeberei. Oh, meine Initiative sind stark. Er ist nicht selbstverletzt. Chuck Norris, was machst du da? Chuck Norris wurde besiegt. Incredible, aber it's true. Serpent Queen. Use Leaf Blade. You're down. Bitch. Oh, ich habe in letzter Zeit zu viel GTA gespielt und zu viel Smosh geschaut. Deswegen jetzt diese Sprüche. Die Ponytox, oh Gott. Unsere Pokémon sind total angeschlagen. Adventi, jetzt sehen wir den Müllhaufen Nummer 1. Bitteschön. Okay, wie wollen wir diesen Müllhaufen? Na komm, bringen wir ihn in die Müllverbrennungsanlage. Pokéflug. Müsste eigentlich sehr effektiv sein. Feuer gegen Gift. Weil das Feuer tut es, die Giftbakterien töten. Also wäre vom Logischen doch. Logisch, dass es sehr effektiv wäre. Aber egal. Gibt's halt schon genug Schwächen. Boden, Psycho und sonstiges. Ne, nur Boden, Psycho. Der hätte man nur nicht auch die Schwäche Feuer geben können. Aber ich glaube, dann wäre der Typ vorher ein bisschen overbalanced. Mit uns haben sich zwei fiese Kerle vom gleichen Schlag gefunden. Willst du wissen, was das bedeutet? Das bedeutet, wir sind doppelt gemein. Das ist jetzt doch ein Doppelkampf, oder was? Ja, ist ein Doppelkampf, okay. Rob und Bob. Okay. Oh nein, zweck zu, okay, jetzt der Wagen ist Hilfe. Aber freut mich, dass hier mal ein Doppelkampf kommt. Die sind hier ja so selten. Okay, Blitz können wir nur an einem Pokémon verwenden, schade. Wir nehmen Donnerblitz und Serpiquin. Den Zug von Serpiquin benutze ich, um zu heilen. Hypertrank an Streifi. So, jetzt hat Streifi wieder alle KP. Und greift an mit Donnerblitz. Zermürben, na toll. So stark ist die Attacke nicht. Oh, Turmkick ist stark. Stampfe auf dieses eine Zurokex, das geschwächt ist und Serpiquin benutzt Zurokex, er greift Zurokex mit Laufsprung an. Und es hat überlebt. Aber dieses Zurokex überlebt nicht mehr. Tschüss! Grinsebacke! Was war das? Zum Mögen schon wieder. Ich hab keine Ahnung, was die Attacke bewirkt. Aber egal, Nitro-Ladung und tschüss. Und die andere ist beliebig. Laubklinge einfach was so ist. So. Ja, Laubklinge war schneller. Aber ja, egal.
Streife kriegt ein Level Up, oder? Level Up? Ja, Level Up. Level 44. Okay. Rob und Bob sind down. Rob und Bob sind tot. ja, hier ist noch einer. Hier unten ist eine Höhle. Irgendwo. Da kommen wir allerdings noch nicht rein, erst wenn wir in der Liga durch sind. Hallo, lass mich durch! Bei meinem Temperament und meinem Tempo kann mir niemand etwas anhaben. Doch, ich. Egidius. Oh Gott. Galaglantri. Ist vom Typ Unlichtstahl, kann man hier auf diese Route fangen. Ist allerdings nicht so besonders stark, würde ich sagen, weil eine Kampfattacke reicht, um es zu killen. So, boah, es hat die Feuerattacke überlebt. Das Feuer gegen Stahl kennen wir ja, mit Feuer wird Stahl geschmolzen. So, und tschüss! Galagantri! Oder Gladiantri jetzt, okay? Ich habe immer Gladiantri gesagt. Okay, ja, ich kenne die Namen der 5. Generation nicht auswendig, so hundertprozentig. Ich weiß ja nur von ungefähr, was du für eine, auch ein Kämpfer. Komm doch in unser Team. Ach, was sage ich, du hast keine Wahl. Wenn ich mich nicht glazieren muss, dann überlege ich mir das vielleicht noch, aber... Ihr Nazis, ihr! Ich passt nie im Leben! So, Donnerblitz! Oh, ein, zwei KP hat's bestimmt noch. Wer es will, würde ich jetzt fangen wollen, aber... Komm, Stampfer und tschüss! Okay, Dylan ist down, du bist stark, wir wollen dich hier nicht. Ich will auch nicht zu euch. Picochella! Süß, ein Picochella, seht ihr das? Oh, ist ja niedlich. Ich will nicht gegen das kämpfen, weil ich das mag, Pokémon. So, schauen wir mal, was hier unten ist. Ich nehme mal wieder einen Topschutz raus. Oh, das ist runterscrollen dauert so ewig. Ich nehme mal lieber die Maus. Gut, dass es hier eine Maus gibt. In der 4. Generation, The Pearl. Und Diamant und so. Da war das ein Albtraum. Musste man immer stundenlang runterzoomen, bis man das Item gefunden hat. Hier ist ein KP Plus. Und hier ist auch ein Item. Top Genesung. In dieser Höhle wimmelt es nur von Pokémon mit unvorherstellbaren Kräften. Der Champ sucht diesen Ort gelegentlich zu Übungszwecken auf. Aber für dich ist diese Herausforderung noch eine Nummer zu groß. Du bist doch quasi noch feucht hinter den Ohren. Ja, kommen wir dann erst nach der Liga hinein. Werden wir auch unter die Lupe nehmen. Nur kaufen wir uns erstmal wieder ein bisschen Limonade. Okay. Finde ich cool, dass es hier überall so Automaten gibt. Nein, ich wollte nichts mehr kaufen. Ach, egal. Haben wir eben noch eine Limonade, was soll's. So, was ist das für ein Gebäude? Tipps, erstmal das Tipps lesen. Tipps für Trainer. Die Bestätigung vom Select im Menü Pokémon bewegen erlaubt es dir, die Pokémon innerhalb der PC-Boxen zu bewegen. Verstehe ich nicht, ist mir auch egal. So. Wer sich will des Lebens freuen, der kauft nur hier im Kaufhaus 9. Lustig. Route 9, ja toll. Der Betriebnummer des Kaufhauses habe ich ja euch im letzten Part versprochen, dass wir dort hineingehen. Bitteschön. Selbst im Inneren des Kaufhauses ist man vor Herausforderungen kampfbereiter Trainer nicht gefeit habe ich noch nie gehört. Im Erdgeschoss findet man eine große Auswahl an Tränken und Schutzartikeln. Im ersten Stock hingegen TMs und Briefe.
Wer auf der Suche nach Items ist, welche die Basiswerte dauerhaft anheben oder während eines Kampfes von großem Nutzen sind, wird im Kaufhaus, im zweiten Stockwerk fündig werden. Wir haben es die Art und Weise in der Fremden für Guide-Besucher durch die Arena führt, derart angetan, dass ich ab und zu versuche, ihn ein wenig nachzuahmen. So, was ist das? Das ist wieder dieser Spruch. Lass dir eins gesagt sein, ein guter Trainer greift niemals zu Gewalt. Er muss stattdessen ein Händchen dafür haben, zum richtigen Zeitpunkt die passende Attacke eines Pokémons bzw. ein wirkungsvolles Item einzusetzen. Ugh. Willkommen! Wie wäre es mit einem kleinen Getränk zu deinem Kampf? Na, später vielleicht. Wir haben schon ein paar Getränke gekauft, aber danke. Serviererin, oder? Ja, Klinga. Kinga, sorry. Oh, Pico Chiller. Süß, Level 36. Na komm, Spezialangriff mit einer Donnerblitzattacke. Und tschüss. Okay, Dursilia. Da lasse ich Streife draußen. Ich will eine Feuerattacke verwenden namens Nitrolado. Ist, glaube ich, vom Typ der Käfer. Und Pflanze kann auch sein, dass es vom Typ Giftpflanze ist. Was ich eher vermute. Ja, ist es auch. Sonst wäre schon längst down, wenn es so wäre. Falterregen erhöht die Initiative, die Genauigkeit und den Angriff. Spezialangriff und Verteidigung der Initiative. Sorry. Nee, nicht Initiative. Doch, keine Ahnung. So schnell konnte ich nicht lesen. Und ich habe es schon längst wieder vergessen. Oh, egal. So, tschüss. Vesselia. Vesella heißt es. Okay, Vesella. Wie komme ich auf Dresselia? Cresselia wahrscheinlich, dieses legendäre Pokémon aus der 4. Generation. So, hier ist der Raum von Rotom. Da kann man die Form von Rotom verändern lassen. Für die Leute, die das nicht wissen. AP Plus. Werde ich auch ein Special Daube, glaube ich, machen oder euch zeigen. Jetzt türmen sich die Pappkartons hier schon ganz hoch. Dann befinden sich allerlei veraltete Elektrohaushaltsgeräte, die sich nicht mehr zu Geld machen lassen. Was für eine Verschwendung, sie hier einfach so vor sich hinrosten zu lassen. Es muss doch möglich sein, sie anderwertig zu verwenden. Und schon zurück nicht mehr, dankeschön. So. Ein reicher Schnösel wie ich hat natürlich ein exklusives Pokémon im Schlepptau. Welches denn? Carpador? Und dann ist es echt ein Carpador. Okay, ich bin gespannt. Cleopal. Seufzt. Kennen wir doch schon. Ich dachte, jetzt kriegen wir so ein seltenes Pokémon. Zu sehen, was wir noch nicht im Pokédex drin haben. Und dann ist es nur ein scheiß Cleopatra, was wir schon over 9000 Mal begegnet sind. So, Level 45 für Streifi. Boah, ein reicher Schnösel macht sich nicht viel aus einer Niederlage. Ich erledige meine Besorgungen oft hier in diesem Kaufhaus. Immerhin hat es den Anschein, als wäre man hier sämtliche Themen im Warenangebot. Ich habe mal mehr, sorry. Hallo, das ist die Themenabteilung. Die verkaufen Gigastoß und Hyperstrahl für einen günstigen Preis von nur 90.000. Aber wenn man bedenkt, dass man TMs unendlich mal verwenden kann, ist das schon ein günstiger Preis. Ich kaufe mal Gigastoß. So, welches Pokémon wollen wir denn Gigastoß beibringen? Oder welche? Gigastoß hier. Stärke 150, Genauigkeit 90. So viel zieht so viel ab wie eine Finalattacke. Ich schau mal, ob Serpikin es sich lohnt. Ja, ich vergesse Slam. Und Serpikin lernt Gigastoß. So, welches Pokémon soll nach Gigastoß lernen? Chuck Norris, wenn die Überlegung. Schau mal, ich schau mal nach, ob es sich lohnen würde.
Ja komm, ich vergesse Heimzahlung. Die benutzen wir eh so selten. Chuck Norris erlernt Gigastoß. Okay, das müsste für Set reichen. Die anderen greifen mehr mit Spezialattacken an, also mit Hyperstrahl. So, hier unten habe ich noch haben wir den schon angesprochen? Ja, haben wir. Hier ist noch eine, habe ich gesehen. Ey, bleib stehen, warum rennen die immer alle von mir weg? Habe ich Herpes oder sowas? Ich würde so gern Verstecken spielen. Ach, toll. Hast du schon mal davon gehört? Auf Route 9 soll es eine Höhle geben. Wo genau kann ich dir aber nicht sagen. Ja, das ist diese Höhle, wo man dann nach der Liga hineinkommt. Hallo, willkommen, kann ich dir helfen? Ja, was verkaufst du? Pokéball, Superball, Überball, Heilball, Netzball, Nestball, Finsterball, Flottball, Timerball, Großbrief, Pfeildebrief, Einladebrief, Dankesbrief, Fragebrief, Insiderbrief und Rückbrief. Okay, die Briefe sind zum Kotzen. Die Bälle sind ganz okay. Und was verkaufst du? Trank, Supertrank, Hypertrank, Top-Beleber, Beleber, Top-Trank. Beleber gegen Gift, Paraheiler, Feuereiler, Eisheiler, Aufwecker, Hyperheiler, Fluchtseil. Was? Pokéwedel, was ist das? Ein hübscher Wedel, ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Achso, ist die, so eine Art Poké-Puppe. Schutz, Superschutz, Top-Schutz, okay. Also die normalen Items halt. Die jeder braucht. Den haben wir schon angesprochen. Wie gesagt, ich habe ihn schon angesprochen, ich will ihn nicht mehr ansprechen. Okay. Dann gehen wir mal hier nach oben. Ich kaufe meinen Pokémon stets KP Plus, denn das hält ihre KP an. Für meine Pokémon ist das Beste. Gerade gut genug, was eben für meine Pokémon ist eben das Beste, gerade gut genug. Das Warensortiment in diesem Kaufhaus ist jedoch derart umfangreich, dass man manchmal gar nicht weiß, wofür man sich entscheiden soll. Ich bin zu blöd, mich auf diesen Stuhl zu setzen. Ist so ein Little Britain Shop. So ein Family Guide Shop. Das ist genauso schlimm, als ich vergessen habe, mich hinzusetzen. Hallo. Willkommen. Ja, was kaufst du? Protein. Also der verkauft diese Vitamine. Die sind mir jetzt viel zu teuer. Die sind mir einfach nicht wert, gekauft zu werden. Die finden wir lieber in Routen. Hier sind diese XTMs. Die finde ich sehr vom Vorteil. Gerade X-Treffer. Kaufen wir uns davon mal 10 Stück. Okay. Tachchen, junger Trainer. Ist dir eigentlich das Item Donnerstein ein Begriff? Ja. Da bleibt mir die Spucke weg. Du weißt also tatsächlich, was der Donnerstein bestimmten Pokémon zur Entwicklung verhilft. Klasse. Da wir uns jetzt hier begegnet sind, war kein Zufall, sondern Schicksal. Hier nimm diesen Donnerstein an dich. Cool, danke. Wenn jede Ecke so ein Typ wäre, der uns Steine geben würde, dann wäre ich sehr glücklich. Ich bin Sabira und dabei nebenbei auch ein Talent für was und habe nebenbei auch ein Talent für den Pokémon-Kampf. Und meine Stimme ist völlig anders als normal. Das merke ich jetzt schon. Jetzt wird meine Stimme langsam wieder heiser. Bei den letzten Tagen habe ich natürlich viel gequatscht als letzter. Pikachu! Donnerblitz! Donnerblitz! Und tschüss! Okay, Latenecto! Dann lassen wir das Latenecto gegen Adventi antreten. So. Alright, Spukball. Schönes Gesicht spucken. Ist sehr effektiv. Und tschüss. Vielen Dank für diesen wunderbaren Kampf, lieber verehrter Gast. Okay, das ist die letzte in diesem Haus. Die ganze Einkauferei hat mich zwar ermüdet, aber für einen zünftigen Pokémon-Kampf bin ich immer zu haben. Da, da, da. Abigail. Was? Abigail. Was? Wie heißt die? Egal. Bis bald schon wieder.
hat man am Anfang des Parts schon. Und jetzt ja im letzten Kampf des Parts noch einmal. So, Donnerblitz. Zählt es mehr ab, weil es Spezialangriff ist. Weil es ein Spezialangriff ist. Boah, ich muss mal wieder mein Deutsch wieder zurecht formen. Und tschüss. So, tschüss, Bismarck, du nervst einfach nur. Aber das Einkaufen bin ich immer, im Einkaufen bin ich immer noch ungeschlagen. Ja, bis halt die Frau. Okay. Oh, meine Stimme ist schon langsam abgefuckt, deswegen ist auch gut, dass der Part jetzt langsam vorbei ist. Denn ich muss langsam wieder husten und so. Bei mir geht es langsam wieder hoch. Ja, hier steht zwar 4. Mai, aber in Wirklichkeit ist der 28. März. Ich habe nur das Datum umgestellt wegen der Jahreszeit. Ein Mann soll mit seinem legendären Pokémon nach Twin Drake City gekommen sein. Willkommen in Twin Drake City, der Stadt der Veränderung. Falls ich dich schon mal begrüßt habe, dann nichts für ungut. So, die letzte Arena-Stadt in der Region wird im nächsten Partweg treten. Bis dann, Servus!